Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu TypeScript. Heute geht's so richtig los und zwar wollen wir heute uns mit Typen beschäftigen. Typen sind ja sozusagen das A und O von TypeScript. Der Name sagt es ja schon, TypeScript. Also Typen scheinen schon irgendwie wichtig zu sein. Gut, was wir jetzt also machen wollen ist, wir wollen hier mit Typen arbeiten. Und es gibt ein paar eingebaute Typen bei TypeScript und die möchte ich euch dieses Video vorstellen. Bevor wir jetzt aber anfangen, wir werden hier nicht nochmal irgendwelche Vorschleifen oder wir werden auch nicht While-Schleifen oder, keine Ahnung, If-Abfragen oder sowas nochmal von vorne behandeln. Auch Funktionen werden wir nur ganz kurz hier anreißen. Wenn ihr noch nicht wisst, was Funktionen sind, dann würde ich euch wirklich ganz stark meine JavaScript-Serie ans Herz legen. Denn im Endeffekt ändert sich fast gar nichts in TypeScript. Ihr habt nur mehr Möglichkeiten, aber das, was ihr davor gemacht habt, könnt ihr auch immer noch machen. Gut, also fangen wir an. Wir haben hier schon, ich habe mal das alte MSG-String aus dem ersten Video, glaube ich, ausgegraben. Wir haben hier eine var-message-String ist gleich hello world. So, und jetzt haben wir hier schon eigentlich einen Typ benutzt. Das ist der erste Typ, den ich euch vorstellen möchte, nämlich der String-Typ. Strings sind eine Sequenz von Unicode-Characters. Das bedeutet, ich kann hier auch ä, ö, ü reinschreiben und es ist einfach eine Folge von Buchstaben. Hier übrigens die kleine Warnung von meinem Editor, dass ich hier doch ein Semikolon reinpacken sollte. Es geht auch ohne, man muss nicht, aber man sollte. Und deswegen mache ich das jetzt hier einfach mal. Okay, also wir sagen hier, wir haben eine Zeichenkette von eben dem Typ String, das bedeutet Zeichenkette im Endeffekt, und haben dann hier eben etwas, das wir ausgeben können zum Beispiel, oder mit dem wir coole Sachen machen können, wie zum Beispiel das erste Vorkommen von einem H finden. All diese Sachen, die man eigentlich auch schon in JavaScript machen konnte. Also da hat sich eigentlich nichts dran geändert, außer dass wir von vornherein jetzt sagen, hey, das ist jetzt ein String. So, nächster Typ ist eine Number. Also es gibt drei Typen im Endeffekt, die wirklich essentiell wichtig sind und die anderen sind dann so ein bisschen besondere Typen. Die möchte ich euch aber auch noch vorstellen. Also das sind so die drei Typen, die wir am Anfang schon vordefiniert haben. Danach kommen noch drei Typen, die besonders sind, die am Anfang vordefiniert sind. Und dann könnt ihr euch natürlich jederzeit eigene Typen erstellen mit der Objektorientierung, die wir uns dann noch angucken werden, wenn es um Objekte und Klassen und so weiter geht. So, wir sehen jetzt schon hier, meine Variable hier wirft mir einen Fehler. Also nicht unbedingt, sie wirft mir einen Fehler. Ich kann es immer noch kompilieren und ausführen. Hier wird immer noch Hello World ausgegeben, aber sie wirft mich hier im Editor einen Fehler. Und zwar ist meine MSG, meine Message, ist eigentlich kein String, ist eigentlich keine Zahl hier wie Number, sondern sie wird als String definiert. Und da kriege ich dann schon mal eine Nachricht, hey du, irgendwas kann hier nicht richtig sein. Vielleicht solltest du nochmal darüber nachdenken. Deswegen finde ich auch TypeScript so angenehm, weil man da eben direkt die Nachrichten bekommt, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier sowas wie 42 eingebe, dann fällt dieser Fehler plötzlich weg und ich kann das Ganze immer noch laufen lassen, als wäre nichts passiert. Das heißt, diese 42 hier kann immer noch ausgegeben werden, ich kann immer noch alles damit machen, aber es ist jetzt hier eben als Zahl. So, Vorsicht, es gibt in TypeScript und auch in JavaScript überhaupt keine Möglichkeit, Ganzzahlen wirklich darzustellen. Das sind trotzdem alles Fließkommazahlen. Im Endeffekt, was hier intern gerechnet wird, ist 42,0. Und nicht mit 42. Wenn euch das irgendwie nicht viel sagt, dann könnt ihr euch meine Programmieren-Lernen-Playlist angucken, müsst ihr aber nicht machen. Im Endeffekt macht TypeScript und JavaScript immer genau das, was ihr wollt. Aber es kann mal zu Ungenauigkeiten kommen, aber das ist nur in ganz seltenen Fällen, also nicht so wichtig. So, es wird auch niemals mit 32-Bit Fließkommazahlen gerechnet, sondern immer 64-Bit, das heißt immer Doubles für die Leute, die von Java oder C oder C++ oder sowas kommen. Es werden immer mit Doubles gerechnet und niemals mit Floats. Also immer 64-Bit Leitkommazahlen. Gut. Ja, was wir jetzt noch als dritten Typ haben, sind Booleans. Das heißt, wir schreiben hier, Achtung, die werden groß geschrieben. Boolean, Doppelpunkt, oder andersrum, Doppelpunkt Boolean. Und hier könnt ihr dann diese Werte reinstecken, die ihr sonst immer bei Ifs verwendet habt. Das heißt, wenn ihr vorher irgendwie geschrieben habt, if a größer b, dann war a größer b ja im Endeffekt auch ein Boolean, sprich ein Wahrheitswert. Das war entweder wahr oder es war falsch. Und das könnt ihr jetzt einfach einspeichern, konntet ihr vorher schon im Endeffekt machen. Aber jetzt habt ihr einen Typ dafür, um das eben einspeichern zu können. Und hier a größer b zu schreiben. Und
MSG ist dann genau eben true oder false, wenn A größer als B ist, beziehungsweise wenn A kleiner als oder kleiner und gleich wie B ist. Genau, wenn ihr explizit hier den Typ angeben wollt, dann sagt ihr einfach, ups, klein geschrieben, sorry, true oder false dazu. Und dann ist dieser Wert hier eben exakt true oder false und wird nicht berechnet. Genau, und ich kann mehrere Booleans hier auch irgendwie miteinander verknüpfen. Also ich kann sagen und für logisches und dann eben zum Beispiel nochmal ein Message, was überhaupt keinen Sinn macht, aber wäre eine Möglichkeit. Ich kann auch das Ganze mit oder machen und dadurch eben meine Ifs etwas komplexer gestalten. Hatten wir aber alles schon in der JavaScript-Playlist. Jetzt hier nur nochmal mit Typen, damit ihr auch wisst, was da gerade so überhaupt passiert. So, und jetzt zu den anderen Typen, die etwas besonders sind. Also Vorsicht, wir definieren uns hier noch keine eigenen Typen, das kommt alles noch, das nennt sich wie gesagt Objektorientierung. Was wir jetzt hier noch haben, sind mehrere coole Typen, und zwar zum Beispiel von einer Funktion. Da macht es oftmals keinen Sinn, wirklich einen Typ anzugeben. Achtung, bei Funktionen auch hinten dran, dieser Doppelpunkt, also ich zeige es euch gerade ganz kurz. Wir haben eine Funktion fkt zum Beispiel, die nimmt eine Zahl, Doppelpunkt, Number und liefert mir ein Boolean zurück. Zum Beispiel berechne ich dann hier immer, dass A oder dass Zahl größer 42 ist. Zum Beispiel wäre eine mögliche Funktion. Und wenn ich jetzt hier sage, hey, ich lasse diesen Return weg, habe hier aber als Doppelpunkt Boolean, sprich meinen Return-Wert von meiner Funktion, der sagt mir die ganze Zeit, hier muss eigentlich ein Boolean zurückgegeben werden, dann kriege ich hier auch wieder einen Fehler, beziehungsweise keinen richtigen Fehler, sondern eher eine Warnung für mich als Programmierer, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann merke ich, okay, es fehlt ein Return. Aber das ist auch sehr nützlich, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, if Zahl kleiner 42 zum Beispiel und nur dann wollen wir dieses Return haben. Ich sollte hier vielleicht die Klammern drum machen. So, dann geben wir nicht an jeder Stelle was zurück. Und hier sollte, nein, okay, so intelligent ist mein Editor dann doch nicht. Gut, okay, schlechtes Beispiel, ihr habt nichts gehört. Mein Editor ist doch nicht so intelligent wie ich. Also trotzdem noch das Gehirn anschalten. So, in vielen Fällen macht es aber überhaupt keinen Sinn, hier irgendwas zurückgeben zu wollen. Weil, ja, vielleicht möchte ich einfach nur irgendwas berechnen. Vielleicht möchte ich irgendwelche Variablen neu setzen. Ich möchte einfach irgendwas ausgeben. Zum Beispiel hier einfach console.log und dann eben zum Beispiel meinen Parameter einfach ausgeben. Dann macht das für mich keinen Sinn, hier ein Boolean zurückgeben zu wollen, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn. Hier musste ich jetzt dann extra noch Return False zurückschreiben oder wie jetzt. Das macht ja gar keinen Sinn. Und deswegen hat man sich gedacht, hey, wir definieren uns einen neuen Typen und den nennen wir Void. Void bedeutet so viel wie, ich möchte nichts zurückgeben, beziehungsweise das Ding hat keinen Typ. Das wird wirklich nur für Funktionen benutzt, wenn eben Funktionen nichts zurückgeben sollen. Also im Endeffekt wirklich nur in diesem Zusammenhang hier. So, dann haben wir noch zwei weitere besondere Typen und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorbehalten. Und zwar einmal haben wir, beziehungsweise eigentlich sind es keine Typen, sondern es sind eher Werte für alle Typen. Das heißt etwas, was wirklich überall reinpasst sozusagen. Und zwar haben wir einmal Null und wir haben Undefined. Also wir haben zum Beispiel Null hier stehen. Und wir haben Undefined. Das sind die beiden Typen. Und wenn ihr schon mal irgendwie ganz gerne mal mit JavaScript rumprogrammiert habt, dann wird euch dieses Undefined ständig um die Ohren geflogen sein. Weil das ist sozusagen der Fehler schlechthin in JavaScript, dass irgendwas Undefined ist. Jetzt ganz kurz zum Unterschied von diesen beiden Dingern. Also im Endeffekt sind beides für Fehler benutzt. Null bedeutet, also wenn ich jetzt hier Null reinschreibe, bedeutet das so viel wie der Wert von meinem Boolean ist irgendein Boolean, aber dieser Boolean hat den Wert Null. Also das bedeutet, es gibt diesen MSG und er hat auch einen Wert, aber dieser Wert ist Null. Und dieses Null ist überall verfügbar. Das heißt, es existiert wirklich so ein Objekt vom Typ Boolean. Und bei Undefined, der Unterschied ist wirklich sehr, sehr klein, bei Undefined existiert halt dieses Objekt Boolean überhaupt nicht. Sprich, es hat auch keinen Wert. Das ist so der kleine, aber feine Unterschied. So, aber im Endeffekt benutzt
also die sollte man sowieso so nicht benutzen. Man sollte eben nur null zurückgeben in Funktionen, zum Beispiel, wenn man irgendwie einen magischen Wert braucht, der für einen Fehler steht. Das heißt, man gibt null zurück, wenn jetzt zum Beispiel, man möchte aus einem String das erste Vorkommen von einem Buchstaben berechnen, in einer Funktion zum Beispiel. Und dieser Buchstabe kommt überhaupt nicht vor. Gebe ich dann null zurück? Nee, dann denkt ja der User, dass ich den Wert gefunden habe, und zwar gleich an der ersten oder an der nullten Stelle. Bei minus 1 ist es schon wieder so ein bisschen, ja, das ist zwar ein Magic Value, aber man könnte es auch intelligenter lösen und einfach null zurückgeben. Und wenn null zurückgegeben wird, dann ist eben dieser Wert offensichtlich nicht gefunden worden. Und dazu benutzt man dann eben null ganz gerne mal. So, und was man jetzt als letztes noch erwähnen sollte, wenn es um Typen geht, ist das Any. Any bedeutet sowas wie Any. Ja, natürlich klein geschrieben, wie immer. So, Any ist jetzt im Prinzip das, was JavaScript die ganze Zeit für euch macht. Hier heißt das, Any ist der Obertyp für alles. Also alles, was ihr an Eigentypen erstellt, über Objekte, über Klassen, über Aufzählungen, über Interfaces und auch für Number, String, Boolean, Void, Null und Undefined. All das hat als Obertyp, sprich als alles davon ist auch ein Any. Das ist einfach nur so eine Schreibweise, dass man eben was hat, was wirklich für alle Typen gleich ist. Und dieses Any ist aber auch das, was JavaScript standardmäßig benutzt, denn das bedeutet, ich lasse JavaScript automatisch definieren, was für ein Typ jetzt dahinter steht. Das heißt, wenn ich jetzt hier msg:any und dann schreibe ich hier irgendwie ein String rein, dann definiert sich Any automatisch als String, während wenn ich hier schreibe 42, dann sagt Any automatisch, hey, ich werde jetzt zur Nummer oder zur Zahl. Aber Any ist eigentlich auch das Parent, dazu werden wir noch in den weiteren Videos kommen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so tief drauf eingehen, aber ja, es ist die Parent Class oder die Oberklasse zu Deutsch von allen Klassen in JavaScript automatisch. Das ist sozusagen die Chefklasse. Für die Leute, die aus Java kommen, das ist euer Object. Okay, das war's erstmal zu Typen. Wie gesagt, wir werden Operatoren und so weiter komplett überspringen, auch irgendwie while, schleifen und so weiter und so fort. Habe ich aber schon alles gesagt. Halt, stopp, eine Sache habe ich noch. Und zwar, wenn wir schon bei Operatoren sind, dann könnt ihr jetzt automatisch hier sagen, type of. Type of ist ein neues Schlüsselwort aus TypeScript. Hier könnt ihr dann automatisch den Typen bestimmen lassen von einer Variable, indem ihr einfach type of und dann eine Nachricht eingebt. Und ja, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Hier wird automatisch any zur Number. Während wenn ich jetzt hier sage, ich hätte ganz gerne 42, dann ist das Ding ein String. Und wenn ich hier true eingebe, dann eben ein Boolean. Und das ist sozusagen die Möglichkeit, wie ihr bestimmen könnt, was für ein Typ tatsächlich eine Variable hat. Sollte man aber eigentlich nicht oft benutzen, außer vielleicht zum Debuggen, wenn euch irgendwas komplett um die Ohren fliegt. Denn normalerweise, ja, solltet ihr wissen, wenn ihr TypeScript schreibt, was für ein Typ ihr da gerade in der Hand habt. Dazu ist tatsächlich TypeScript da, dass man da weiß, was man benutzt. Okay. Wie gesagt, das waren sozusagen die Grundlagen. Wenn euch jetzt irgendwas gerade Spanisch vorkam, dann schaut euch bitte meine JavaScript-Playlist an und nächstes Mal geht es dann wahrscheinlich schon weiter mit irgendwelchen Klassendingen. Gut, schauen wir weiter. Bis dann. Ciao.